Als wir letztes Jahr hier saßen, da rockte er einigermaßen. Er ist fast ein Sohn, er darf bei uns wohnen. Hier ist Jens Heinrich Klassen. Riesenapplaus, Jens Heinrich Klassen! Dankeschön. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Das wollte ich immer schon mal sagen. Ja. Ja, da bin ich. Freuen Sie sich, dass ich da bin. Ja, ich freue mich auch. Ich möchte mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Jens Heinrich Klassen. Ich wohne im wahrscheinlich schönsten Stadtteil von Köln. In Düsseldorf. Düsseldorf-Köln, so ein bisschen wie Leipzig-Halle, könnte man sagen, um das zu erklären. Ich bin immer groß geworden, bin ich in Münster in Westfalen. Ja, oh, danke schön. Münster, die einzig bewohnte Tatortkulisse. In Münster wird Fahrrad gefahren. Es werden Fahrräder geklaut. Mir auch. Ich hatte so ein Bonanza-Fahrrad, auf das ich sehr stolz war, bin Fahrrad gefahren und dachte immer, ich hätte den ultimativen Trick dagegen, dass es geklaut wird. Ich habe es abgeschlossen und dann Zettel an den Rahmen gemacht, auf dem stand: Clown zwecklos, James Bond. Ich dachte, da streit Stärke aus, da kann nichts passieren. Irgendwann war es weg. Und auf dem Boden lag ein Zettel: Verfolgen zwecklos, Jan Ulrich. Das war also, das ist mein Leben als Münsteraner. Ansonsten bin ich Single. Es steht ja hier auch Frauen an den Nerd auf dem Schild. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Hat spontan jemand Interesse? Gerne auch einen Mann, völlig egal. Hauptsache nicht mehr alleine. Nein, ich hab das versucht mit Singlebörsen. Ich habe mich angemeldet, es gibt hier im Internet diese Singlebörsen. Da habe ich mich angemeldet, also bei allen, die es gibt. Falls Sie mich suchen sollten, ich habe das Pseudonym Prima Tulpe. Ja, so bin ich da angemeldet. Und es ist aber ganz, ganz schwer, über solche Internetbörsen Frauen kennenzulernen oder auch Männer, völlig egal. Denn ungefähr 80% der Sachen, die man da ausfüllen muss auf diesen Singlebörsen, sind identisch. Man muss immer so ein Lebensmotto aufschreiben. Und fast alle schreiben das Gleiche. Träume nicht dein Leben. Lebe deinen Traum. Wo man denkt, wenn du deinen Traum lebst, warum bist du noch mit einer Singlebörse angemeldet? Dann muss man Eigenschaften aufschreiben und fast alle schreiben das Gleiche. Lieb. Oh. Treu. Abenteuerlustig. Intelligent. Intelligent, meistens falsch geschrieben, wenn man es nicht ankreuzen konnte. Und dann suchen da Kuschelmaus 73 oder frustriert 69 eine starke Schulter zum Anlehnen. Obwohl sie dem Bild nachzuurteilen, das sie hochgeladen haben, wirklich überhaupt nicht nötig haben würden. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin selbst dick. Aber wenn sie, ja, so ein bisschen. Aber wenn sie ein Profil ankreuzt, ein paar Pfunde zu viel, da weiß man doch, was Sache ist, oder? Das ist eine Mischung zwischen den Wildecker Herzbuben. Punkt. Bitte, nicht falsch, also ich bin selbst dick. Aber wissen Sie, was ich bei mir angekreuzt habe? Fett. Fette Sau. Und als Motto: Rügenwalder Mühle, lebe hoch. So. Ja, das ist mal nett. Vielen Dank. Das ist Ironie, aber nein, die meisten kreuzen an, ein paar Pfunde zu viel und dann das Motto: Das Wesentliche ist mit dem Auge unsichtbar. Man kann es nur mit dem Herzen sehen. Ich habe dann eine Frau kennengelernt darüber, und zwar Helene Baumann. Ich habe ihr geschrieben: Liebe Helene, darf ich dich auf was aufmerksam machen? Sie schrieb: Na klar, auf was denn? Und ich schrieb: Na ja, auf mich. So hat mein Vater früher Frauen kennengelernt, ja. Meine Mutter, dass sie darauf reingefallen ist. Und dann waren wir zusammen auf der Kirmes, wir sind Karussell gefahren. Ich durfte auf dem Elefanten sitzen, das ist mein Lieblingstier, auf dem Karussell. Ich mag den sehr gerne. Und dann war ich so verknallt in Helene, dass ich sie mit mir nach Hause eingeladen habe. Und obwohl ich eigentlich mein Essen nicht teile, Jens Heinrich teilt sein Essen nicht, habe ich ihr was von meinen Mettbrötchen angeboten. Sie merkt, ich war so richtig. Und darüber hat sie sich auch wirklich total gar nicht gefreut. Hat gesagt: Jens Heinrich, sorry, das geht gar nicht. Ich bin Vegetarierin. Ja, jetzt hat man das Salat. Verstehen Sie? Salat, Vegetarierin. Ja, das war Kabarett. Ich habe das dann versucht zu retten. Ich habe gesagt: Naja, wie gut, dass ich kein Vegetarier bin, sonst wird ja die Wurst im Kühlschrank schlecht. Fand sie überhaupt nicht lustig. Verstehen Sie mich nicht falsch, falls Vegetarier im Publikum sind. Ich habe nichts gegen Vegetarier. Ich mag Vegetarier. Ist für mich mehr Fleisch da.
Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, dass die meisten Vegetarier, in dem Augenblick, in dem sie sich entscheiden, auf Fleisch zu verzichten, auch komplett auf ihren Humor verzichten. Und sich auf so eine Art Kreuzzug, nein, Lauchzug, gegens Fleisch begeben. Sie jetzt auch, jetzt fingen sie an, jetzt hatte sie Hunger. Die haben ja immer Hunger, die können ja von dem Scheiß, den sie essen, auch nicht satt werden. Und sind Vegetarier hier? Ja, sie werden gleich noch viel Spaß kriegen. Jetzt hat sie mich allen Ernstes gefragt, ob ich einen Grünkernbratling im Haus haben würde. Grünkernbratling. Ich habe mich mal gefragt, was so im Magen abgehen muss, wenn sich so ein Grünkernbratling auf den Weg macht. Achtung, Achtung! Fleischähnliche Substanz auf dem Weg zur Magenpforte. Sofort 12 Fingerdarm verschließen. Alle Enzyme in die Rettungsboote. Das ist keine Übung. Alarm! 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 Entschuldigung, so ein Grünkernbratling. Das muss doch für den Magen-Darm-Trakt in etwa sowas sein wie ein Buch für RTL-2-Zuschauer. Oder? Was ist das denn? Das kommt raus. Hat sie auch nicht verstanden. Jetzt hat sie mir allen Ernstes versucht zu erklären, dass wir als Fleischesser ja schuld seien am Ozonloch. Weil wir essen ja auch Rindfleisch, Kühe essen Gras, pupsen Methangas. Methangas macht die Ozonschicht kaputt, ganz grob erklärt. Aber was essen denn Vegetarier? Die essen ja auch Gras. Also pupsen uns Vegetarier unsere Ozonschicht kaputt. Meine Damen und Herren, bedenken Sie das bei der nächsten Wahl. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich möchte jetzt auch aufhören. Ich habe nur zum Schluss, bevor ich dann wieder von der Bühne runter muss und abgeholt werde, habe ich noch eine Frage an die Vegetarierin. Durftest du als Kind auch auf Schnitzeljagd gehen? Nein? Na gut. Dann, es besteht für mich noch Hoffnung, dass zum Abschluss, ich hätte vor kurzem fast eine Frau geküsst. Ich, wirklich, ja, doch. Fehlten noch 2 Meter, hätte ich sie gehabt. Also, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.